Wie läuft es denn so mit den Chilis denn? Ich habe noch eine ganze Menge Arbeit. Ich muss die erstmal die simpelsten Chilis beherrschen. Was bringst du denen schon bei? Hast du vielleicht Lust, später mit mir Bier zu machen? Photosynthese? Nein, danke. Das mache ich erst morgen. Was geht? Nicht viel. Ich möchte mich jetzt auf die Schule konzentrieren, weil beim Dreh hat man nicht so viel Zeit, sich auf die Schule zu konzentrieren. Und es ist mir sehr wichtig, dass ich einen guten Abschluss mache. Deswegen höre ich mit Schloss Einstein auf und konzentriere mich darauf, dass ich mein Abitur gut schaffe. Ich ziehe nach Wiesbaden zu meiner Familie, weil ich ja hier jetzt 2 Jahre in der Gastfamilie gelebt habe. Und ich werde da meine Schule schaffen und ganz ruhig und entspannt mein Abitur machen. Vor einem Jahr habe ich sozusagen einen Sprung getan. Da habe ich aufgehört, den Dreh so ernst zu nehmen. Da ging ich aber mal mit richtig Leidenschaft an die Sache und es hat mir mehr Spaß gemacht, ich wurde lockerer. Und seitdem ist eigentlich jede Szene, die wir spielen, die schönste Szene. Bei der Geschichte von Bella, da habe ich mich gefühlsmäßig sehr reingesteigert in die Sache. Das war eine der traurigsten Szenen, die ich gespielt habe. Ich habe mich nicht in sie verliebt. Aber ich fand's schon, ich habe mich da reingesteigert, damit das gut rüberkommt und das war ein komisches Gefühl, weil nicht wirklich Emotionen zu haben, aber, also eigentlich schon, aber nicht in der Situation zu sein, aber trotzdem die Emotionen hervorzurufen, das war irgendwie was Witziges und es war ziemlich traurig. Hattest du schon mal eine Freundin? Jetzt sag schon. Nein. Aber verliebt warst du schon mal. Also ja? Ja. Aha. Wie aha? Kanada? Ich war auch mal bei so einem Austausch dabei. 2 Wochen in London. Das ging ratzfatz vorbei. 2 Wochen gehen schnell rum. Viel zu schnell. Was ist denn los? Du bist so mies. Nicht nur, dass du mich betrügst, du lässt dich auch von deinem Vater in euer dreckiges Spiel einspannen. Und alles nur, damit Einstein den Bach runtergeht. Ich kann nicht bloß glauben, dass du mich hier geliebt hast. Shandor, hast du den Verstand verloren? Am schwierigsten waren die Tage, wenn man wenig Schlaf gehabt hat, weil man Hausaufgaben machen musste oder sowas. Und du einfach total müde bist am Set und einfach nur unkonzentriert und dann alles stressig ist. Und das sind wirklich die schrecklichsten Tage und die schlimmsten Erfahrungen, die man hier im Dreh eigentlich nur machen kann. Also, Shando und ich, wir sind sozusagen getrennte Leute. Shando ist eine Person und ich bin eine Person und die handeln überhaupt nicht gleich eigentlich. Das heißt, ich habe noch nie so gehandelt wie Shando. Ja, ich möchte auf jeden Fall meiner Schwester danken. Weil sie hat mir vor 2 Jahren den Castingzettel vorgelegt und gesagt, füll den mal aus. Und so bin ich überhaupt erst zu der ganzen Sache gekommen. Und ich bin ihr sehr dankbar, dass ich diese Erfahrungen machen konnte, dass ich dieses unglaublich nette Team kennenlernen durfte und dass ich so viel Spaß haben durfte, bin ich ihr unendlich dankbar. Das Team, das sind sehr professionelle Leute, aber haben trotzdem noch riesen Humor. Können auch rumalbern, man kann mit denen super gut drehen, kommt mit denen klar. Es macht echt Spaß. Ich danke euch, Leute. Bitte. Dann fahren wir nach Berlin. Was ist morgen Schule aus? 6. Stunde, um 1. Passt, der Zug geht um 2. Du musst mir noch aber ein paar Infos zu der Modekette von Mirklosch geben. Wann hat der Modi Moda aufgekauft und wie viele Angestellte hat er? Warum willst du das denn wissen? Ja, weil die anderen mich danach fragen und ich keine Ahnung habe. Dann erzählst du ihnen halt irgendwas. Ich will aber nicht auffliegen, Shando. Hör doch mal auf, dir mal so eine Rübe zu machen. Ich kann aber nicht wie du lustig in der Gegend rumreisen und darauf vertrauen, dass wir nicht auffliegen. Ist ja gut.